Ich werde Ihnen berichten, kurz berichten, über eine Studie der Universität Tübingen. Und zwar interessanterweise ist es eine Studie der medizinischen Fakultät, also mal eine ganz andere Berufsgruppe, die sich hier auch einschaltet und die auch andere Definitionen hat. Das war für mich das Faszinierendste dran. Also über diese KIMIS-Studie der Universität Tübingen werde ich Ihnen über die Ergebnisse einiges berichten. KIMIS ist die Abkürzung für Kindesmisshandlung. Eine Studie der Mediziner über Kindesmisshandlung in einem anderen Zusammenhang, als wir es normalerweise verstehen. Wir sprechen von sexuellem Kindesmissbrauch und körperlicher Misshandlung. Sie alle wissen aus Ihrem Berufsalltag, dass es da auch Tendenzen und Moden gibt. Mal wird das eher genommen, mal wird das andere eher genommen, wenn das Ziel ist, den Umgang zu erschweren oder ganz abzubrechen. Die Mediziner definieren diese Kindesmisshandlungen im weitesten Sinn als seelische, psychische Misshandlung von Kindern durch den Kontaktverlust zu einem Elternteil. Jetzt möchte ich aber eigentlich anders anfangen. Ich habe mir überlegt, vielleicht haben Sie mitbekommen, dass gestern vor 20 Jahren die Kinderrechtekonvention ins Leben gerufen wurde, die den Kindern das Grundrecht auf Familie zusichert, auf elterliche Fürsorge, ein sicheres Zuhause und das Recht auf weitergehende Beziehung nach der Elterntrennung. Das ist also ein internationales Kinderrecht und in unserem Gesetz ist es auch ein nationales Kinderrecht. Kinder haben das Recht auf die weitergelebte Beziehung mit beiden Elternteilen, auch nach Trennung und Scheidung. Eltern haben dasselbe Recht, gleichzeitig die Pflicht, mit ihren Kindern, dann kommt das Wort Umgang, was ich nicht sehr liebe, die Beziehung mit ihren Kindern fortzuführen durch regelmäßigen Umgang, den sie wahrnehmen, den sie als Pflicht auffassen sollen und als Recht. Jetzt, der Schutz dieses Kinderrechts ist unser aller Ziel, unser aller Aufgabe. Jetzt, welches Ziel hat das familiengerichtliche Verfahren? Ich habe mal nachgelesen, das familiengerichtliche Verfahren soll den praktischen Bedürfnissen der Verfahrensberechtigten gerecht werden, nach Inhalt, Aufbau und Sprache verständlich gestaltet. So steht es im Gesetz. Die Sprache hat sich verändert. Das war eines meiner ganz speziellen Anliegen von Anfang an. Ich bin ein wenig ein Sprachmaniac und frage mich immer noch, wenn wir es mit Kindesvätern und Kindesmüttern zu tun haben, mit was sollen wir es denn sonst zu tun haben? Wovon sollen die Männer Väter sein und die Frauen Mütter, wenn nicht von Kindern? Das Faszinierende ist, das haben Sie sicherlich alle schon bemerkt, wie schnell die Eltern diese juristische Diktion übernehmen. Und mit juristischer Diktion ist eine Art Distanz verbunden. Man geht zum eigenen Fall, zum Partner, zu den Kindern und auch zu sich selber auf eine gewisse Distanz, wenn man eben diese Diktion benutzt. Es gibt jetzt keine Klagen mehr, sondern Anträge. Es gibt den Antragsteller, es gibt aber immer noch den Antragsgegner, womit die Eltern es dann schriftlich haben, meistens nach dem ersten Rechtsanwaltsschreiben, dass sie ab jetzt sind sie Gegner. Es gibt Beteiligte, keine Partei mehr, es gibt einen Beschluss und kein Urteil. Das sind erhebliche Fortschritte zu früheren Zeiten. Das gegnerschaftliche Verfahren ist, so Gott will, immer mehr dem Tod geweiht und wird ersetzt durch das kooperative Verfahren, in dem auch die beteiligten Professionen durch ihre Kooperation für die Eltern eine Art Vorbild sind und die Eltern zur Nachahmung motivieren, dass sie eben irgendwann
möglichst schnell zu einer Zusammenarbeit kommen, im besten Interesse und nach den Bedürfnissen ihrer Kinder. Dann habe ich mir angeschaut, welche sind die verfahrensbeteiligten Fachleute. Ich habe mir seit längerer Zeit, seit etlichen Jahren angewöhnt, wenn ich als Sachverständige eine Akte bekomme, dass ich beginne, die am Verfahren beteiligten Fachleute zu zählen. Ich liste sie auf. Ich bin in einem Fall bis zu 26 hochbezahlte Experten gekommen, in einem Fall, wo es um Sorgerecht ging. Die Anzahl der Berufe, die Berufe sind ausbaubar. Also die, in USA habe ich das auch mal zusammengerechnet, da gibt es jetzt 16 scheidungsbegleitende Berufe und ich bin sicher, das ist nach oben offen. Wir haben Case Manager, wir haben alles Mögliche. Bei uns habe ich mal aufgelistet, wir haben, also wenn ein Elternteil einen Antrag stellt über einen Anwalt, haben wir Rechtsanwälte, in der Regel zwei, manchmal hat auch nur ein Elternteil einen Rechtsanwalt und der andere kommt mit einem Beistand, meistens aus einer Interessengruppe. Die Rechtsanwälte wechseln, können jedoch häufig gewechselt werden. Wir haben gerade gehört, dass die Frau Rechtsanwältin, auch wenn sie nicht mit Klauen und Zähnen das Bestreben, das Bedürfnis und den Wunsch eines Mandanten erfüllt, sondern auch das Kind im Blick hat und dem Elternteil, der unbedingt die alleinige Sorge will, klar macht, dass das weder in seinem eigenen Interesse noch im Interesse des Kindes sein könnte, dass die Eltern selten das Mandat dann zurückgeben, so gibt es das doch. Im Augenblick habe ich einen Fall, wo ein türkischer Vater den siebten Rechtsanwalt beschäftigt. Er hat mit jedem Rechtsanwalt andere Erfahrungen gemacht, die nachvollziehbar sind, wenn ein Rechtsanwalt sich 6 Monate nicht rührt, nicht zurückschreibt, wenn ein Rechtsanwalt durchblicken lässt oder ganz klar äußert, Sie als Türke haben sowieso keine Chancen, lassen Sie das bleiben, geben Sie das Geld für was anderes aus. Dann steigt die Verzweiflung dieser Eltern und sie wechseln auch die Rechtsanwälte häufig in der Hoffnung, einen zu finden, der wirklich ihr Interesse und das Interesse des Kindes vertritt. Also wir haben die Rechtsanwälte, eine Zahl zwischen 2 und nach oben offen. Wir haben Jugendamtsmitarbeiter, das sind die Sachbearbeiter eines bestimmten Falles. Wenn es kompliziert wird, wird häufig der Sachbereichsleiter hinzugezogen. Dann wird möglicherweise ein Vormund vom Jugendamt ernannt. Dann gibt es den Pflegekinderdienst, der auch beim Jugendamt angesiedelt ist. Sie können also in einem Fall, wo ein Kind herausgenommen werden muss, nach 1666, in eine Pflegestelle kommen muss, können Sie, was ich vor 2 Wochen hatte, durchaus in einer Anhörung 5 Jugendamtsmitarbeiter drin sitzen haben, von denen dann jeder eine bestimmte Funktion übernimmt. Das ist dann mehr oder weniger deutlich. Dann haben wir die Institution des Verfahrensbeistands. Es gibt in vielen Fällen einen Umgangspfleger, es gibt einen Umgangsbegleiter, es kann den Ergänzungspfleger geben, dem bestimmte Bereiche der elterlichen Sorge übertragen werden. Dann kommen wir zu den Beratungsstellen. Es gibt Mediatoren, zu denen die den Eltern empfohlen werden, zu denen sie gehen können. Dann gibt es freie Therapeuten, die den Eltern häufig auch empfohlen werden, denn sie leiten Elterngruppen und sie leiten Scheidungskindergruppen. Es gibt die Gutachter. Die Gutachter kommen mittlerweile, sind nicht nur Diplompsychologen, sondern auch Pädagogen, Sozialarbeiter, Soziologen und eine Gutachterin, ein Gutachten habe ich gelesen von einer Heilpädagogin. Der Richter entscheidet, wen er bestellt als Gutachter. Manchmal sind es auch Psychiater, wobei Psychiater Ärzte sind, die spezialisiert sind auf psychiatrische Erkrankungen und nicht unbedingt auf Beziehungsproblematik.
wie es Psychologen sind. Also das Minimum von Verfahrensbeteiligten, die ganz schlanke Variante, da sind immerhin 4 Personen beteiligt. Ein Richter, 2 Rechtsanwälte in der Regel und ein Jugendamtsmitarbeiter. Und wie gesagt, die Anzahl ist nach oben durchaus offen. Dann, welches sind die Verfahrensbetroffenen? Es sind Eltern und Kinder, die in der Nachscheidungsphase es nicht geschafft haben, ihre Konflikte so weit zu lösen, dass sie als Eltern sich gemeinsam um die Interessen und Bedürfnisse, um die Angelegenheiten ihrer Kinder kümmern und sich darum verständigen können. Es sind Mütter und Väter, die für mich manchmal erstaunlich schnell nach der Trennung, die haben also noch zusammengelebt und sind kurz danach bereits alleinerziehend. Sie bezeichnen sich auch als alleinerziehend. Die ideologische Konnotation dieses Begriffes möchte ich hier nicht vertiefen. Sie hat durchaus auch ihre negativen Seiten. Also wir haben Mütter und Väter, die mit ihren Kindern zusammenleben. Wir haben Mütter und Väter, die alleine leben, weil die Kinder beim anderen Elternteil leben. Wir haben Mütter und Väter mit neuen Partnern oder ohne neue Partner. Wir haben Kinder, das Verfahren geht Kinder an, wir haben Kinder mit Kontakt zu beiden Eltern. Wir haben Kinder, die bereits den Kontakt zu einem Elternteil verloren haben oder die in einem Prozess sind, in dem sie den Konflikt der Eltern spüren und versuchen, riesengroße Anpassungsleistungen vollbringen, die Eltern wieder versöhnen wollen, die keine zusätzlichen Probleme machen wollen. Kinder, von denen viele Eltern dann auch in der Anhörung und den Fachleuten gegenüber hoffnungsvoll sagen, die Kinder haben davon nichts mitbekommen. Das ist natürlich Wunschdenken. Die Kinder bekommen häufig in der Ambivalenzphase, wo die Entscheidung noch nicht gefallen ist, soll ich gehen, soll ich bleiben, bekommen sie bereits mit, dass sich in der Familie irgendwas verändert. Da tut sich was. Eltern sprechen häufig nicht mit den Kindern, weil sie Angst vor deren Reaktion haben. Die Kinder spüren alles, was vorgeht. Sie wissen noch nicht was, das erhöht, vergrößert ihre Verunsicherung und häufig auch ein Gefühl des Alleingelassenseins und der Einsamkeit ins Unendliche. Ja, ich muss ein bisschen schneller machen. Wir haben Kinder in Pflegefamilien durch Herausnahmen aufgrund des Konflikts, des hochkonflikthaften Geschehens bei Trennung und Scheidung. Wir haben Patchwork-Familien. In Patchwork-Familien haben sie Väter, Mütter und Kinder mit völlig unterschiedlichen Beziehungs-, auch Trennungserfahrungen. Dann gibt es die Großeltern und die Mitglieder der Ursprungsfamilie, die betroffen sind vom Verlauf eines solchen Verfahrens, vom Ausgang eines Verfahrens und die befürchten müssen, Kontakt zu den Verwandten, zu den Enkelkindern zu verlieren, was für Großeltern unendlich schmerzhaft ist. Wir haben Familien mit ausländischen Eltern, interkulturelle Familienstrukturen. Wir haben Familien, in denen ein Elternteil nach der Trennung eine homosexuelle Partnerschaft eingeht. Damit muss der Partner und die Kinder fertig werden. Wir haben Kinder, die mit einem Elternteil in Sekten und Psychogruppen abtauchen, für den anderen unerreichbar. Wir haben zusammengefasst, anders strukturiert, 2 Gruppen von Eltern. Die einen, die den anderen Elternteil aus der Verantwortung für die Kinder und aus der Beziehung zu den Kindern rauskicken wollen. Und wir haben eine Gruppe, um die sich kaum jemand kümmert. Das sind Eltern, die dem anderen Elternteil die ganze Verantwortung alleine aufbürden, die ihn alleine lassen mit der Aufgabe der Erziehung, mit allem und die sich verabschieden aus der Elternschaft. Nun ist Elternschaft nicht optional, aber mit diesen Eltern passiert bei uns bislang gar nichts. Ich habe es in Holland kennengelernt und war fasziniert.
Dort gibt es Psychologenteams, ein Mann, eine Frau, die diese Eltern kontaktieren, sie aufsuchen und die auch die Partner von Alleinerziehenden aufsuchen und sie in ihre Elternverantwortung versuchen zurückzuholen. Mit großem Erfolg. Weil die Motivation, warum sich Eltern verabschieden, ist häufig so, dass wir uns das ursprünglich nicht vorstellen können. Ich konnte mir nicht vorstellen, in welchem Ausmaß Männer glauben, dass sie für Kinder nicht wichtig wären. In welchem Maße Männer tatsächlich glauben, die Mütter wären erheblich wichtiger als sie. Und wenn sie erfahren, dass dem nicht so ist, sind sie bereit, sich wieder einzubringen. Also hier wäre einmal ein Feld für ein Forschungsprojekt über die Hintergründe der Verabschiedung von Eltern, zunehmend übrigens Mütter, aus der elterlichen Verantwortung und über Möglichkeiten, hier gegenzusteuern. Ich werde jetzt diese zur KIMIS-Studie kommen, Ihnen einige Ergebnisse, die Ergebnisse vorstellen. Die Studie hat mich fasziniert. Es ist eine Studie, die ganz bestimmte Bedingungen hat, und zwar die Stichprobe dieser Studie, also die Menschen, die befragt worden sind, die eingeschlossen wurden in diese Studie, sind Eltern, die von ihren Kindern getrennt leben und die mehr Kontakt zu ihren Kindern wünschen. Ja? Jede Studie stellt bestimmte Bedingungen, da dürfen nur Leute ab 30 teilnehmen, nur Leute unter 20. Und hier ist die Stichprobe, die eben Eltern, die mehr Kontakt zu ihren Kindern wollen und die es nicht schaffen, auch nicht über ein gerichtliches Verfahren. Jetzt brauche ich meine Brille. Pardon. Es ist eine anonyme Befragung, eine internetbasierte Befragung und sie hat klare Ausschlusskriterien. Es wurde also genau geschaut, wie authentisch, wie sind die eingegangenen Fragebögen. Und es wurden 1400 Quetschfragebögen eingeschickt, davon wurden 1170 herangezogen. Für diese Studie. Die Zielgruppe, wie gesagt, besteht aus Elternteilen, die weniger Kontakt zu ihrem Kind haben, als sie sich wünschen. Das Ziel dieser Studie ist es, durch Daten zur Prävention beizutragen und möglicherweise die Diagnostik dieser Kinder, Diagnostik zu erleichtern, überhaupt eine valide Diagnostik erstellen zu können. Und die Studie, dieser Teil, den ich Ihnen hier vorstellen kann, das sind Eltern, eben wie gesagt, die sich mehr Kontakt wünschen. Ab 2014 beginnt die Befragung von Kindern und Jugendlichen, die sich dann äußern können, die sich dann selbst äußern können zu ihrer Situation als Trennungs- und Scheidungskind. Und es wird sehr wichtig sein, es gibt sehr wenige Studien, die die Kinder direkt fragen. Als ich angefangen habe mit dieser Arbeit, das war Anfang der 90er Jahre, habe ich eine empirische Studie gemacht zur psychischen und sozialen Situation von Vätern, die das Sorgerecht verlieren. Damals war es die Regel, dass das Sorgerecht einem Elternteil zugesprochen wurde. Und ich habe festgestellt, damals, es gab keine Studie in Deutschland, in der sich die Väter geäußert hätten. Es gab von Stenakis zwei Bücher über Väter und die habe ich gelesen. Da drin haben sich Mütter zum Befinden der Väter geäußert. Ich habe gedacht, das kann ja doch wohl nicht wahr sein.
Und warum machen die den Mund nicht auf? Denn mir war klar, dass Väter genauso wie Mütter unter der Trennung von ihren Kindern leiden müssen. Und es hat auch die Studie gezeigt, ich habe es damals nicht gewusst, als ich sie gemacht habe, mir hat es auch meine betreuenden Professoren nicht gesagt, es war die erste Väterstudie nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und überhaupt weltweit. Es gab das vorher nicht. Und darum ist die eingeschlagen wie eine Lawine und hat Väter ermutigt, und ich denke, heute war der wichtigste Erfolg, sich zu äußern, zu sagen, wie es ihnen geht, zu sprechen über ihre Verzweiflung, ihre Not, hauptsächlich die Gefühle von Ohnmacht und Machtlosigkeit angesichts des Verfahrens, angesichts des Aufbaus und angesichts der Vorannahmen, der Vorurteile, der Haltungen, der Institutionen, Familiengericht, Jugendamt gegenüber Vätern. Sie haben sich nicht ernst genommen gefühlt, sie haben sich häufig belächelt gefühlt. Ein bisschen vergleichbar die Situation heute, wo Männer beginnen, sich zu öffnen und einzugestehen, dass sie unter Gewalt durch ihre Partnerin oder Ehefrau leiden. Das konnte sich vor ein paar Jahren kein Mann leisten, zur Polizei zu gehen und zu sagen, meine Frau schlägt mich. Er wäre hemmungslos ausgelacht worden. Also das ändert sich allmählich, Gott sei Dank. Und hier äußern sich Väter und Mütter in dieser Studie, denn durch die veränderte Haltung zur elterlichen Sorge, zum Aufenthalt des Kindes, gibt es immer mehr Mütter, die ausgegrenzt werden. Ausgrenzungstendenzen sind nicht geschlechtsabhängig, das ist mir ganz wichtig zu betonen. Männer ebenso wie Frauen können entsprechend ihrer Persönlichkeitsstruktur und ihrer persönlichen Geschichte den anderen aus dem Leben der Kinder ausgrenzen. So. Also Ziel dieses Projekt wurde, wie gesagt, als Teil eines Präventionsprogramms entworfen, und es soll Aufklärung, Früherkennung und Vorhersage ermöglichen und verhindern, das ist das Ziel, dass Bindung und Beziehung zwischen Kindern und Eltern im Rahmen von Trennung und Scheidung verloren gehen, von einem Elternteil verhindert oder gar zerstört werden. Und langfristiges Ziel ist, Prädiktoren für die Entfremdung zu identifizieren, die dann die Arbeit mit den Eltern verbessern, vereinfachen. Und aus einer Eltern- oder Situation heraus können wir dann eher Entwicklungschancen und Entwicklungsrisiken für die Kinder vorhersagen. Der Datenbericht. Ich werde Ihnen mitteilen, die Ergebnisse, die 50% der Eltern bejaht haben, die das ausgefüllt haben, oder über 50%. In 80% der Fälle zum Beispiel geben die Eltern an, dass ihnen jede Form einer fairen und Verantwortung und gleichberechtigten Verteilung der Elternschaft verwehrt wird. Sie können ihre Elternrolle nicht ausüben und haben nicht einmal die Gelegenheit, Dinge zu erproben. Zum Beispiel, das nimmt jetzt auch zu, dass das Wechselmodell erprobt wird. Es gibt nichts, gilt für die Ewigkeit. Und auch die Betreuung der Kinder muss nicht einmal festgezurrt werden für alle Zeiten. Das gilt vor allem für Jungs in der Vorpubertät, die häufig den Wunsch äußern, so sie es sich denn trauen, dass sie auch mal bei ihrem Vater leben wollen. Das ist absolut legitim, und die Mutter sollte es nicht als Verrat begreifen, sondern als einen Wunsch, dass der Sohn, der sich ja nicht gut mit ihr identifizieren kann, als Frau, dass er mit dem Vater zusammenleben möchte. Das kann man für 3 Monate machen, das kann man für 1 Jahr machen. Und wenn die Eltern in Kontakt sind, können beide davon profitieren. Also in 80% der Fälle geben diese Eltern an, dass ihnen das verwehrt wird.
Ebenfalls 70-80% beklagen, dass ihnen relevante Informationen über das Kind vorenthalten werden, dass der Kontakt unterbunden wird und dass die Umgangsregelungen behindert werden. 70-80% dieser Eltern berichten über Probleme, die aus einer einseitigen Sorgeregelung hervorgehen. Und die werden dadurch verfügt, dass einer der Elternteile, die werden dadurch verursacht, dass einer der Elternteile verfügt, ob und in welchem Umfang sich der andere um das gemeinsame Kind kümmern oder Kontakt zu ihm aufnehmen und pflegen kann. Ich möchte Ihnen jetzt kurz eine E-Mail auszugsweise vorlesen, die ich heute Morgen bekommen habe, auf meinem niegelnagelneuen kleinen Computer, mit dem ich zwar noch nicht richtig umgehen kann, aber die E-Mail kam an. Ich zappel aber gar nicht rum, oder? Doch gleich noch ein bisschen höher, wenn ich es breiter mache. Okay, gut. Ich lese Ihnen gerade kurz vor, damit Sie sehen, wie relevant diese Dinge sind. Sehr geehrte Frau Kodjo, wir sind uns in den Jahren 2008 und 2009 am Familiengericht begegnet, wo Sie mithalfen, das Sorgerecht und den Kindesumgang als Sachverständige zwischen uns Eltern zu klären. Sie sprachen sich damals ausdrücklich dafür aus, das gemeinsame Sorgerecht zu erhalten, da aufgrund der Vorgeschichte sonst die Gefahr einer Ausgrenzung und Entfremdung des Vaters besteht. Leider entschied sich das Familiengericht entgegen ihrer dringenden Empfehlung. Seitdem wird durch die Mutter jeder Kontakt- und Umgangsversuch zu den Kindern verhindert. Egal ob Umgang, ob Geburtstage, Schulferien, Feiertage oder Ähnliches sind. Die Mutter ist sich sicher, sich nicht an Gerichtsbeschlüsse halten zu müssen. Mein Anliegen ist der Kindesumgang wie gerichtlich festgelegt und bitte Sie dazu um Ihren Rat, da mit der Mutter damals wie heute keine Problemlösung möglich ist. Mir geht es ausschließlich darum, dass ich endlich den im März 2009 gerichtlich vereinbarten Kindesumgang durchführen kann und auch regelmäßig alle Informationen über die Kinder erhalte. Es kann nicht sein, dass die Mutter je nach Gemüt zusätzliche Auflagen, Bedingungen oder Ausreden für den Kindesumgang erfindet. Die Jugendämter sehen sich aufgrund der bereits vorhandenen gerichtlichen Umgangsvereinbarung als nicht zuständig und empfehlen zur Durchsetzung wiederholt gerichtliche Zwangsmaßnahmen. Vorher jedoch meine Frage, was raten Sie mir, können Sie mir helfen? Das ist kein Einzelfall. In über 60% der Fälle berichten die Eltern, Moment mal, ich könnte es andersrum aufziehen, ich werde Ihnen zu Ihrem besseren Verständnis zuerst ein paar Fragen aus dem Fragebogen vorlesen, dann wissen Sie, worum es geht. Also die Eltern sollen beantworten, und zwar nach Häufigkeit, passiert regelmäßig, also ständig, oft, gelegentlich, selten, nie, so ungefähr ist es abgestuft. Der Elternteil verletzt wiederholt Bestandteile einer gerichtlichen oder einvernehmlichen Umgangsregelung, was dazu führte, dass Umgangszeiten reduziert werden, ohne dass dafür stichhaltige Gründe vorliegen. Der Elternteil informiert den anderen Elternteil nicht über wichtige Ereignisse wie Schulveranstaltungen etc. Der Elternteil verweigert jede Form einer fairen Verteilung der Elternrollen und gibt solchen Überlegungen nicht Gelegenheit, erprobt zu werden. Der Elternteil ist unkooperativ, verursacht unnötige Konflikte oder Verzögerungen, behindert die Begegnung zwischen dem anderen Elternteil und dem Kind.
Der Elternteil verhindert oder verweigert Korrespondenz in Angelegenheiten, die das Kind oder die Familie betreffen. Informiert den anderen Elternteil nicht zeitnah über Verletzungen des Kindes, die behandlungsbedürftig sind. Der Elternteil lehnt professionelle Unterstützung oder die Vermittlung durch Mediatoren oder andere Berater ab, die Eltern in der Kommunikation und in der Ausübung der gemeinsamen Sorge unterstützen könnten. Anderes Item: Der Elternteil versucht nachweislich durch Täuschung, durch Lügen oder durch vorsätzliches Verschweigen ein familiengerichtliches Verfahren zu beeinflussen. So können sie sich die, so sind die Items gestaltet, und die Eltern mussten dann entscheiden, wie sehr das für sie zutrifft. Und in über 60% der Fälle zur letzten Frage wird berichtet, dass der andere Elternteil durch Täuschung, durch Lügen oder vorsätzliches Verschweigen ein familiengerichtliches Verfahren beeinflusst. Professionelle Unterstützung oder Vermittlung wird abgelehnt, oder es werden Betreuungszeiten an Drittpersonen delegiert. Kinder gehen zum Beispiel sehr lange abends in den Hort, obwohl der andere Elternteil am Nachmittag verfügbar wäre und die Betreuung übernehmen könnte. Viele Betroffene beklagen, dass Gerichte und Jugendämter durch Verleumdung und Lügen steuerbar seien und nicht sanktioniert werde, wenn in Gerichtsverfahren getäuscht wird oder ein Elternteil Vermittlungsangebote zur Befriedung der familiären Situation einseitig ablehnt. Das sind also 6 von 10 betroffenen Eltern, die das beklagen. Dazu möchte ich was sagen über dieses Ablehnen von Vermittlungsangeboten und Beratung. Wir haben ja, der Gesetzgeber hat nach langer Zeit endlich die Richter ermächtigt, die Eltern zur Beratung zu schicken. Schicken im Sinne von, sie können Beratung empfehlen. Sie können Beratung nicht anordnen, und das ist es, was wir brauchen würden, und nichts anderes. Nicht diese 2 Schritte vor, 5 zurück-Taktik des Gesetzgebers, der ein Gesetz, ein zahnloses Tigergesetz, ein neues reinbringt. Es ist möglich, Eltern klarzumachen, dass sie es ihren Kindern schuldig sind, in die Beratung zu gehen. Sie sind es schuldig, sich mit dem anderen an einen Tisch zu setzen. Es ist für mich deprimierend und immer wieder erstaunlich, wie häufig Mitarbeiter, egal welcher Institution, akzeptieren, wenn ein Elternteil sagt, mit dem setze ich mich nie mehr an einen Tisch. Das geht nicht. Es gibt in Beratungsstellen wunderbare Möglichkeiten, dass die Eltern beide zu Einzelgesprächen gehen. Ich kenne die überall, wo ich arbeite. Ich habe sie überall gefunden und selber mit den Beratungsstellen dann gesprochen. Die Mutter geht zu einer Psychologin, der Vater zum Psychologen. Die Therapeuten sind untereinander in Kontakt und entscheiden, wann gemeinsame Elterngespräche möglich sind und sinnvoll erscheinen, und dann werden sie auch durchgeführt. Nur wenn die Eltern jederzeit sich sang- und klanglos daraus verabschieden können, und zwar meistens dann, wenn es ans Eingemachte geht, wenn es an Themen geht, die schmerzlich sind, solange das so ist, wird unser aller Arbeit unendlich erschwert. Und ein Elternteil, stellen Sie sich das vor, einer ist bereit, alles zu tun, zur Beratung zu gehen, und der andere sagt nur mehr oder weniger maliziös lächelnd, nein, danke, nicht interessiert. Wie ohnmächtig, versuchen Sie sich in diesen Elternteil zu versetzen, wie ohnmächtig, wie hilflos und wie wütend er sich mit der Zeit fühlen muss, weil er allein hier nichts bewirken kann. Oder sagen wir nicht viel. Es sind kritische Faktoren hinterfragt worden in dieser Studie, darunter ein äußerst interessanter kritischer Faktor. Und zwar haben 48% der Befragten
nicht mit dem Kind zusammenlebenden, ich wiederhole, Elternteile, angegeben, dass ihres Wissens der andere Elternteil in seiner eigenen Kindheit und Jugend selbst von den Eltern sexuell, körperlich oder emotional missbraucht wurde. Jetzt dachte ich mir zuerst, naja, das sind Aussagen von Dritten, das erzählt jetzt der Vater, das wäre der Mutter passiert, oder wie man der Mutter erzählt, das wäre dem Vater passiert. Nur, es korreliert, also es entspricht sehr anderen Studien, anderen Forschungsergebnissen zum Thema sexueller Missbrauch, wo die Faustregel ist, nicht jeder, der sexuell missbraucht wird, missbraucht weiter, aber jeder, der missbraucht wurde, missbraucht. Also jeder Täter war annähernd, jeder Täter war auch Opfer. Aus der Traumaforschung, aus der Traumabewältigung ist es genauso bekannt, und es ist in diesem Bereich bekannt, die transgenerative Weitergabe von Beziehungsmustern. Wir haben es zu tun, also in meiner Praxis habe ich es zu tun mit Entfremdungstendenzen, mit selbstverständlichen Kontaktabbrüchen zum Vater seit nunmehr 4 Generationen. Sie haben Familien, in denen über 3 oder 4 Generationen der Vater so gut wie keine Rolle spielt. Das lässt sich ganz genau erforschen, das wurde erforscht. Das hat Gründe, die absolut faszinierend sind. Und Sie haben hier Paare, suchen sich und Paare finden sich. Sie haben Konstellationen, sie finden sich und sie passen zusammen. Ein Alkoholiker und seine Partnerin passen zusammen. Jeder gibt dem anderen etwas, was er in dem Moment der Beziehungsaufnahme braucht. Und so ist es auch hier. Sie haben sehr dominante Frauenpersönlichkeiten. Etwas flopsig ausgedrückt, wenn ich mir heute eine Akte angucke und lese, den aktuellen Elternkonflikt, dann kommt mir der Gedanke, hier ist mal wieder der Hund bei der Großmutter begraben. Und dann schaue ich mir das genauer an, stelle Fragen, gehe in die Anamnese, und es ist tatsächlich so, dass häufig diese Frauen oder Männer aufgewachsen sind mit einer Mutter, die ein sehr inkonsistentes Erziehungsverhalten an den Tag gelegt hat. Also die Erziehung des Kindes ist geschwankt zwischen komm her, sehr viel Nähe und Liebe, und geh weg, sehr viel Zurückweisung. Und Zurückweisung, die ein Kind erfährt, macht Angst. Angst vor der erneuten Zurückweisung und ist bedrohlich. Denn die Zurückweisung könnte ja mal so stark ausfallen, dass ich meine Mama ganz verliere. Also wird es zur Prägung. Es wird zur Prägung, es wird eine Angstbindung. Und in der eigenen Partnerschaft, die diese Frau oder dieser Mann dann eingeht, reagiert sie hochsensibel auch auf völlig normale Anzeichen einer, wenn sich einer zurückzieht. Nach der Verliebtheitsphase kommt eine relative Distanzierungsphase, wo sich jeder erinnert, dass er vor der Verliebtheit auch schon ein Mensch war. Ein Mensch, der mal Fußball spielen ging, ein Mensch, der mit seinen Freundinnen mal Kaffee trinken ging. Das ist eine normale Phase, die zu einer neuen Reife in der Beziehung führt. Nur, wenn einer der Partner sich dadurch bedroht fühlt, dass der andere jetzt eben tatsächlich mittwochs Fußball spielen geht oder jeden Freitag mit Freundinnen ins Schwimmbad möchte, dann wird es für diesen Partner sehr bedrohlich. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder häufig trennen sich Männer wie Frauen in dieser Situation selbst, bevor sie die befürchtete Trennung erleben. Sie nehmen also etwas vorweg, was möglicherweise nie passieren würde. Dann fragen sie sich, oder der andere hält diese anklammernde Beziehung nicht mehr aus, die ihm überhaupt keinen Raum lässt.
Die trennen sich dann und die Frau, sagen wir jetzt, es war die Tochter, fragt sich, warum habe ich so viel Angst vor diesem Mann? Was ist an diesem Mann so bedrohlich? Sie führt das nicht auf die eigenen Kindheitserinnerungen zurück, sondern sie schließt messerscharf, er ist gefährlich. Und sie, wer sucht, der findet. Looking for evidence, kennen Sie alle. Er ist gefährlich, ich muss mich schützen. Und dann natürlich, ich muss das Kind vor diesem Vater schützen. Und auch so kann ein Kind seine Elternbeziehung verlieren. Also die Vererbung solcherartigen elterlichen Missbrauchsverhaltens kann auf psychologische und emotionale Missbrauchsformen zutreffen. Die Eltern dieser Studie benutzen die Ausdrücke Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch im Zusammenhang mit dem drohenden Kontaktverlust, mit dem erlebten Kontaktverlust, den sie für ihre Kinder als Kindesmissbrauch erleben. Damit stehen sie nicht allein, sie finden auch diese Faktoren in den statistischen Manualen ICD-10 und DSM, sind etwas anders umschrieben, aber ganz klar ist das eine kindeswohlschädigende Lebenssituation, wenn das Kind den Kontakt zu einem Elternteil ganz verliert. Die interessant für uns ist, sind die Meinungen, die Bewertung der Eltern, die Kritik der Eltern, um es klar zu sagen, an Gerichten und Verfahrensbeteiligten. Generell lässt sich sagen, dass die Kompetenz, die Gesetzestreue interessanterweise und die Kindeswohlorientierung von Gerichten und von Verfahrensbeteiligten von den Eltern stark angezweifelt wird. Sie wurden gefragt, in welchem Umfang Jugendämter das Kindeswohl berücksichtigen. Können 10% der Eltern, also einer von 10, das bejahen. 80% der Eltern können das nicht erkennen und verneinen es. In ähnlicher Weise wird die Tätigkeit von Amtsgerichten bewertet. Die Frage, in welchem Umfang hier die Interessen des Kindes berücksichtigt worden seien, beantworten nur 14% der Befragten positiv, 67% negativ. Die Eltern sagen, sie können nicht erkennen, dass hier die Rechte des Kindes im Mittelpunkt stünden. Und sie wissen, dass in unserer Arbeit, dass wir gebetsmühlenhaft immer wiederholen, stellt die Kinder in den Mittelpunkt, die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt und nicht die Probleme der Eltern. Darum geht es nicht primär. Die Frage, in welchem Umfang Kindesinteressen von Verfahrenspflegern oder Verfahrensbeiständen berücksichtigt worden seien, beantworten 22% immerhin der Befragten positiv. 64% können nicht erkennen, dass die Kindesinteressen und Bedürfnisse berücksichtigt worden seien. Das Gleiche gilt für die Frage, in welchem Umfang psychologische Sachverständige die Lebenssituation der Kinder verstanden hätten, beantworten nur 28% positiv. 56% können auch hier nicht erkennen, dass die hochbezahlte Fachkraft die Interessen und Bedürfnisse der Kinder tatsächlich in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen würde. Hier geben zusätzlich 16% der Eltern an, dass nachweislich Falschgutachten erstellt worden seien. Die Erfolgsaussichten bei Gericht sehen Eltern gering. Sie haben sich auch über Dienstaufsichtsbeschwerden ausgelassen, wurden von den 198 wurden 93% zurückgewiesen, sind entweder sind unbeantwortet geblieben. Nur 3% der Fälle berichten von einer Verbesserung der Situation durch die Beschwerde. Genauso viele, nämlich 3,5%, berichten von Sanktionen oder Repressalien, von Umgangsausschluss bis hin zu Strafanzeigen durch die Mitarbeiter
gegen die eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht wurde. Das hat schon was Abenteuerliches, oder? Die Erfolgsaussichten bei Gericht können Sie sich jetzt unschwer ableiten, werden auch nicht zu aussichtsreich bewertet. Die OLG-Verfahren, bei den OLG-Verfahren habe sich prinzipiell gar nichts verändert oder die Situation mit dem Kind verschlechtert, gleiche Prozentzahl. Der Antrag sei nicht angenommen oder abgelehnt worden. Es bleiben nur 10% der Fälle, die das Ergebnis eines Verfahrens am Oberlandesgericht noch als zufriedenstellend berichten. Noch schlimmer ist beim Bundesverfassungsgericht, von den 68 Fällen wurden 50 abgewiesen, 3 Fälle hatten ein negatives Ergebnis und nur ein Fall hatte ein positives Ergebnis. Sie können diese Studie unter Kimis Studie Uni-Tübingen im Internet runterladen und können das selber nachlesen. Dann haben Sie mehr davon. Für uns ist einfach interessant und spannend, dass wir immer weitermachen müssen. Sie haben gehört, welche Veränderungen es gegeben hat in der Arbeitsweise, in den Haltungen der beteiligten Fachleute. Und wir wissen jetzt, wir hören von den Eltern, wir sind noch lange nicht am Ziel angelangt. Es ist wichtig, dass wir auch über den Tellerrand schauen, dass wir gucken zum Beispiel wie Norwegen, ich weiß nicht, ob Sie das norwegische System kennen, in Norwegen sind keine Familienanwälte beteiligt, nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. In Norwegen einigen sich die Eltern zumeist auf irgendeine Form des Wechselmodells, da es keinen Ehegattenunterhalt gibt. Die norwegischen Frauen wollen das auch nicht. So sind sie dann froh, wenn der Vater die Kinder eben gleichberechtigt oder so, wie es für beide passt, zu sich nimmt. In hochkonflikthaften Fällen kann der norwegische Richter, bestimmt er einen Psychologen, der mit den Eltern arbeitet, der bekommt dafür 6 Monate Zeit. Und der Richter kann die Zeit verlängern, er macht es aber nicht sehr, es passiert sehr selten. Was passiert ist, dass die Richter von Anfang an klarstellen und es passiert etwas, was wir uns wünschen würden, dass die Richter keinen Zweifel daran lassen, dass sie es nicht zulassen, dass ein Kind den anderen Elternteil verliert. Und dass die Eltern wissen, anders als in Deutschland, wir haben noch viel Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Eine Vision von mir wäre, dass sich das Bewusstsein ändert und dass das Bewusstsein hergestellt wird, dass es nicht geht, dass nach einer Trennung, Scheidung, die Kinder den Kontakt zu einem Elternteil verlieren. Eine Art soziale Kontrolle, dass die Eltern anders als heute hören, ich verstehe, dass es dir schlecht geht, ich verstehe, dass du auf den Typ eine Sauwut hast, alles ganz klar, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen, du solltest nicht die Kinder von ihm fernhalten, weißt du, die Kinder haben, die lieben ihn und die lieben dich. Das hier eher eine Art sozialer Druck ausgeübt wird und nicht wie jetzt, wo häufig hinter Eltern abnehmend, gebe ich Gott sei Dank zu, wo aber immer noch hinter Eltern der berühmte griechische Chor steht, der sagt, dem würde ich es zeigen, der soll zahlen, bis er schwarz wird oder die Schlampe sieht ihre Kinder nie wieder. Denn im Streit, im hochstrittigen Verfahren zeigt schon die Sprache, was da abgeht. Männer sind Betrüger, hauptsächlich sie belügen und betrügen und Frauen werden eher demontiert, indem ihr Lebenswandel in Frage gestellt wird und dementsprechend werden dann auch die Schimpfwörter ausgewählt. Also wir haben hier noch sehr viel Arbeit vor uns, wir sind einen weiten Weg gegangen, wir haben viel erreicht. Ich bin sehr dankbar, wenn ich in Sachsen arbeiten kann. Ich liebe Sachsen mittlerweile. Ich war das erste Mal hier in Klaffenbach zu dieser Fortbildung, die ich in wunderbare Erinnerung habe. Die Fortbildungen waren alle lebendig.
Ich habe die Fachleute als sehr offen, sehr aufgeschlossen erlebt. Und hier ist der Erfolg, um sozusagen sichtbarer als anderswo in vielen Gegenden Deutschlands. Und darüber bin ich sehr glücklich, darum bin ich froh, hier sein zu dürfen und bedanke mich dann nochmal für die Einladung. Bin ich jetzt am Ende? Ah ja, nee. Wenn ich noch, ich habe gehofft, ich habe noch ein bisschen Zeit, habe ich bis 8 Uhr so angekündigt. Und ich möchte Sie jetzt, da diese Kinderstudie auf sich warten lässt, diese Studie über die authentischen Aussagen der Kinder kommt 2014. Vielleicht können Sie Trennungs- und Scheidungskinder ermutigen, daran teilzunehmen. Es wäre sehr wichtig, dass wir erfahren, von den Kindern selbst erfahren, wie sie diese Lebenssituation erleben. Und damit Sie jetzt ein bisschen was erfahren von der Lebenssituation der Kinder, lassen wir die theoretische Erörterung fallen und ich möchte mit Ihnen teilen etwas, was ich seit 20 Jahren tue. Ich habe eine Statistik über Kinderwünsche, die meisten sind Ihnen sehr bekannt, und ich habe Zitate von Kindern gesammelt, die habe ich sorgfältig ausgewählt. Jedes einzelne Zitat sagt so viel über die Befindlichkeit dieses Kindes aus, dass jedes Zitat, dass man über jedes Zitat ohne Probleme mindestens eine Stunde sprechen könnte. Ich möchte jetzt einfach, dass Sie sich entspannen und dass Sie in diese Welt der Kinder hineingehen. Laufen Sie einfach ein Stück in den Schuhen dieser Kinder, die diese Dinge gesagt haben. Ganz oben steht die Aussage von Toni. Toni ist 11 Jahre. Toni hat eine Schwester, die Schwester ist 9 Jahre. Die hat dann auch noch ihren Kommentar gegeben. Toni hat mir sehr dezidiert gesagt, was meiner Meinung nach einer Richterfortbildung gleichkommt. Nämlich, der Richter soll den Eltern befehlen, dass sie sich vertragen. Er soll den Eltern befehlen, nicht empfehlen, sondern befehlen, dass sie sich vertragen. Seine Schwester war das Echo und sagt, was denn sonst, wenn sie schon Richter sind? Aber zuerst zu den Kinderwünschen. Sie kennen sie fast alle. Die Eltern sollen nicht mehr streiten. Nur dazu nur, Streit macht Angst. Wenn Kinder körperliche Auseinandersetzung zwischen den Eltern erleben, steigert sich die Angst bis zur Todesangst, je jünger die Kinder sind. Das sollten wir nicht vergessen. Die Eltern sollen uns ganz aus ihrem Streit rauslassen. Dann müssen sich die Kinder nicht mehr schuldig fühlen, was sie tun. Vor allem in der Phase des magischen Denkens, von Geburt bis 6 Jahre ungefähr, bis zur Grundschule, wo Kinder alles auf sich beziehen und sich dementsprechend auch schuldig fühlen, wenn es den Eltern nicht gut geht. Ihre logische Folge ist, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut genug, darum streiten meine Eltern. Die Eltern sollen sich miteinander über unsere Sachen einigen. Die Eltern sollen freundlich miteinander umgehen. Wir haben vorhin gehört von den Beratungsstellen, wie wichtig es ist, dass die Eltern erstmal miteinander einen menschlichen, freundlichen Umgang wiedererlernen, neu erlernen, falls sie es nicht gemacht haben, und praktizieren. Denn Eltern sind das Modell, sind das Vorbild für ihre Kinder, was die Kinder nachahmen werden. Sie sind, das heißt nicht umsonst, lernen am Modell. Sie sind das Modell dafür, wie Menschen miteinander auch noch freundlich umgehen können, wenn sie sich gerade nicht gut oder gar nicht verstehen.
Der Kinderwunsch, der mich immer wieder am allermeisten berührt, ist der, die Eltern sollen sich wenigstens ein bisschen gut finden. Stellen Sie sich jetzt ein Kind vor, was Sie kennen, aus Ihrer Arbeit, und was sich schrecklich wünscht, mehr als alles auf der Welt wünscht, dass sich Papa und Mama vielleicht sogar einmal anlächeln. Die Eltern sollen sich ein bisschen gut finden. Jedes Kind weiß, dass es zur Hälfte Vater und zur Hälfte Mutter ist. Wie schrecklich ist es, wenn die eine Hälfte abgewertet wird oder wenn sogar beide Eltern sich abwerten? Was bleibt dann vom Selbstwert eines solchen Kindes übrig? In der letzten Woche hat ein Kind gesagt, nicht die Eltern sollen nicht streiten. Es hat als brennendsten Wunsch gesagt und mehr hat es nicht geäußert. Ich will, dass sich meine Mama und mein Papa ineinander verlieben. Davon hat er sich die Erlösung aus seiner Situation mitten im Konflikt der Eltern erhofft und erwartet. Sie lässt noch auf sich warten, man arbeitet daran. Ein Kinderzitat von Yannick, 6 Jahre alt. Wenn sie sich anschreien, dann kriege ich Angst. Dann mache ich manchmal in die Hose. Und ich bin doch schon so groß. 6 Jahre. Stolz drauf, dass er schon so groß ist. Dann macht er in die Hose. Weil es ihm so unbändig Angst macht, dass die Eltern sich wieder anschreien. Ein ganz wichtiger Ausspruch, den sehr, sehr viele Kinder unterschreiben würden, kommt von Maya, 8 Jahre. Immer am Freitag habe ich schon in der Schule Bauchweh. Ich weiß dann nicht, ob sie sich wieder streiten und anschreien, wenn mich der Papa abholt. So, das Kind geht in die Schule. Da gibt es Lehrer, die das Kind bewerten und beurteilen. Kinder haben sich zu konzentrieren. Die müssen aufpassen, die müssen mitkommen. Wie bitte soll ein Kind das leisten? Wie soll das gehen, wenn sie da sitzt und nicht weiß, was als nächstes kommt? Kinder wollen eine vorhersehbare Welt. Nebenbei gesagt, außerdem eine bunte und lustige, wenn möglich. Wie soll sie das leisten, wenn sie da sitzt und nur Angst hat? Wenn ich von der Mama weggehe, bin ich traurig. Wenn ich vom Papa weggehe, bin ich auch traurig. Ich bin jetzt fast immer traurig, sagt Max, 9 Jahre alt. Ich glaube, der war 4. Egal. Eine ganz wichtige Information für Eltern, die ich Ihnen auch sehr gern gebe, gebe ich unumwunden zu, ist die folgende. Philipp, 14 Jahre. Ich schäme mich, wenn meine Eltern schlecht übereinander reden. Dann verachte ich sie beide. Eltern kämen niemals drauf, von ihren Kindern verachtet zu werden. Kinder sagen das nicht zu ihnen. Es kann unsere Aufgabe sein, zu fragen, was glauben Sie, denkt Ihr Sohn Philipp über Sie, wenn Sie sagen, wie in diesem Fall, der Vater ist ein Granatenarschloch. Die Eltern denken nicht drüber nach, wie das bei ihren Kindern ankommt und es ist für sie wichtig, dass sie von uns diese Rückmeldung auch bekommen. Jessie, 12 Jahre, sagt, meine Mutter hat den Kontrollwahn, sie ruft ständig an, wenn ich bei Papa bin, die lässt uns nicht in Ruhe. Das kennen Sie auch alle aus Ihrer Arbeitspraxis. Die Kontrollanrufe, die Vermittlung, dass der andere Elternteil, dass da vielleicht eine unbestimmte Gefahr lauert, wo dann das Kind ein Handy bekommt und sagt, Schätzchen, du musst jetzt zu deinem Vater gehen, ich gebe dir mein Handy mit, wenn irgendwas ist, ich bin sofort da, ich hole dich sofort ab. Auch so kann vermittelt werden, dass dieses Unternehmen im Umgang vielleicht nicht ganz ungefährlich ist. Es passiert alles verbal und nonverbal, vor allem nonverbal, durch Blicke, durch Haltungen, durch Tonfall. Oma und Opa erklären mir, warum Papa gerade so komisch
sind, Papa und Mama gerade so komisch sind, das hilft mir. Till 8 Jahre. Neutrale Großeltern können der Fels in der Brandung für ihre Enkelkinder sein, sofern sie neutral sind. Da kann man natürlich nicht endlich der Überzeugung Ausdruck verleihen. Ich habe immer gewusst, dass die für meinen kostbaren Sohn nichts ist. Dann funktioniert es mit der Neutralität nicht. Am liebsten würde ich mich in der Mitte durchschneiden und gerecht verteilen, dann wäre endlich Ruhe, sagt Jan, 7 Jahre. Kinder sind keine Salami. Kinder können nicht nach Stunden, Minuten und Sekunden aufgeteilt werden und darum geht es auch nicht. Jeder will der Bessere sein, sagt Lena, 15 Jahre, und sie denken, ich merke das nicht. Das kotzt mich so an. Ich habe sie doch beide lieb, so wie sie sind. Auch dieser Satz ist für Eltern unendlich wichtig, dass wir mit den Eltern an diesem Satz arbeiten. Kinder sind ihren Eltern in diesem Punkt haushoch überlegen. Sie lieben ihre Eltern, wie sie sind. Sie machen keine Persönlichkeitstests, sie machen keine Charakteranalysen. Sie kennen ihre Eltern und sie haben genug Liebe für beide Eltern. Was die Eltern häufig nicht wissen und wessen sie sich nicht mehr sicher sind, warum sie häufig die Liebe der Kinder mit dem anderen nicht mehr teilen wollen. Wenn die Mama merkt, wie ich den Papa lieb habe, dann ist sie so traurig, sagt Raffaella, 4 Jahre. Darum geht sie nicht mehr zum Papa, weil sie die Mama nicht traurig machen will. Auch das konnte Gott sei Dank mit der Mama besprochen werden, die sich dessen nicht bewusst war und die sich dann begonnen hat, für sich selbst zu sorgen und es nicht ihrer kleinen Tochter zu überlassen. Manchmal wünsche ich wäre tot, dann würde das alles aufhören, sagt der 11-jährige Kevin. Er möchte keinen Selbstmord begehen. Wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Der ist nicht suizidal. Der denkt altersgemäß und entwicklungsgemäß, wenn ich nicht mehr da wäre, würde das alles endlich aufhören. So ist es gemeint. Schön ist auch, was Jan, der 13-jährige Jan, sagt. Mein Vater will mir seine neue Schmackhaft machen. Der spinnt wohl, der Typ. Ein weites Feld, neue Beziehungen. Es sollte in der Arbeit mit Eltern immer vorweggenommen werden. 2 Themen, Umzüge, mögliche. Und wie wollen sie umgehen mit neuen Partnerschaften? Ja, dann noch ein letztes, ich sage schon lang nichts mehr. Die rennen mit allem gleich zum Anwalt, die sprechen nicht mehr miteinander und mit mir schon gar nicht. An meinem 18. Geburtstag bin ich weg, sagt Pierre, 16 Jahre. Damit steht er nicht allein. Es ist ein großes Problem, wie viel Vertrauen können Kinder noch in ihre Eltern haben, dass das, was sie ihnen sagen, nicht im nächsten Schriftsatz des Anwalts steht und vom Gegenanwalt entsprechend beantwortet wird. Auf diesem Weg haben Hunderte von Kindern jedes Vertrauen in ihre Eltern und in die Erwachsenen, in Autoritäten verloren. Das möchte ich jetzt einfach so stehen lassen. Und 2 positive Dinge. Joshua, ein ganz fitter, pfiffiger 8-Jähriger, sagt, ich kann so schnell rennen wie die Mama und ich kann so gut rechnen wie der Papa. Ich habe von beiden das Beste. Ich verliere keinen. Wir wohnen jetzt nur in 2 Wohnungen. Es kommt im Idealfall sehr nahe. Genau wie bei Timo, dem 12-Jährigen. Ich bin so stolz auf meine geschiedenen Eltern. Keiner sagt ein schlechtes Wort über den anderen. Sie sind jetzt fast schon wie Freunde. Damit möchte ich es bei dem schönen Ende belassen und Ihnen wünschen, dass viele Kinder, mit denen Sie arbeiten, das auch bald sagen können. Dankeschön.